Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei den Briten im September 1938. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn die Balkanstrategie hier abgelaufen ist. Weil dann erhalten wir, glaube ich, das Ereignis, die Jugoslawien-Frage. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was dann auf uns zukommt, was wir dann für eine Frage beantworten müssen. Eine andere Sache ist mir noch aufgefallen und das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Das ist die Geschichte mit dieser fehlerhaften Doppelmonarchie. Wir haben ja einmal hier Edward den 8., der uns wöchentliche Stabilität minus 0,1 bringt und George den 6., der uns einmalig Stabilität bringt. Wir haben fälschlicherweise zwei Könige. Das Blöde ist, das ist ja nicht so gewollt. Irgendwann hätte man, glaube ich, über irgendeinen Fokuspunkt Edward dem 8., also ich glaube, man hätte die wöchentliche Stabilität wieder irgendwie in die Reihe bekommen, aber wir haben zwar jetzt noch schön ruhig, das bringt uns 0,2, aber das ist irgendwann ausgelaufen und zwar im Oktober 38, also in etwa einem Monat, anderthalb Monate. Und dann sinkt bei uns wöchentlich die Stabilität. Das heißt, 10 Wochen um 1%. Ja. Das heißt etwa so 5-6% im Jahr. Das ist irgendwie doof. Obwohl wir eigentlich ja nicht zwei Könige haben. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehe. Ich kenne mich nicht so richtig gut aus mit dem Editieren irgendwie von Safe Games oder so, ob man das da raus streichen kann. Das wäre vielleicht die beste Lösung, um mit diesem Bug, denn das ist ja offensichtlich ein Bug, umzugehen. Nun gut, lasst uns weitermachen. Wir haben erstaunlicherweise gar nichts großartig organisatorisch zu tun. Meines Erachtens ist alles in bester Ordnung. Ich gucke nur einmal ganz kurz, was machen eigentlich hier unsere neuen Marines? Na, die sind fast durch. Das ist ja erfreulich. Sie haben sogar die Ausrüstung hier komplett bekommen, weil sie ja Priorität gesetzt sind, klar. Und wir gucken hier auch allgemein mal auf die Ausrüstung. Da sind wir tatsächlich überall im Plus. Ja. Und was ich jetzt mal machen werde, weil das jetzt so ist, jetzt werde ich mal ein Komplettmanöver beginnen mit unserer Home Guard. Einfach, weil ich auf diese Art und Weise Armeeerfahrung bekommen will. Um zum Beispiel mal vernünftige Panzerdivisionen zu designen. Weil wir haben jetzt schon einiges an Panzern in der Hinterhand. Flugzeuge nehmen auch zu. Ja. Wie lange dauert es noch mit der Artillerie? Auch noch 154 Tage, aber es ist soweit okay eigentlich. Und ich bin auch noch nicht zu Ende mit unseren normalen Infanteriedivisionen. Auch die brauchen noch weitere Unterstützungsbataillone und so weiter. Also da ist alles noch einiges zu tun. Ne? Da sind wir noch lange nicht durch. Naja, schauen wir mal. Die letzten Upgrades. Was ist hier los? Ei! Eieiei. Was ist denn das? Konstitutionalisten und Loyalisten? Es gibt einen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten. Na, das ist ja jetzt mal ein Paukenschlag. Okay, wir haben also hier die Konstitutionalisten, die Demokraten unter Franklin Roosevelt. Okay. Und die Royalisten. Die Royalisten, die Loyalisten. Aber was wollen die? Die sind jetzt erstmal wieder neutral. Das ist einfach nur so ein Bürgerkrieg. Die sind doch nicht mal faschistisch geworden. Das ist ja merkwürdig. Jetzt bin ich fast der Meinung, wir sollten ein Attaché entsenden. Das führt dazu, dass sie irgendwie von Vorteil haben und das führt dazu, dass wir mehr Armeeerfahrung bekommen. Und in diesem Punkt, glaube ich, ist das echt eine sinnvolle Aktion, wenn wir das hinkriegen würden. Wir brauchen bloß 100, muss ich mir merken. Bei 100 hauen wir den Attaché raus. Okay, gut. Louis MK3 und so weiter und so fort. Durch die Entwicklung automatischer Waffen, die die Aspekte leichter und schwerer Maschinengewehre vereinen, kann unsere Infanterie ihre Ausrüstung vielseitiger einsetzen. Sehr gut. Hier 0,26 könnte man fast auch schon machen, aber ich glaube, ja, was glaube ich denn? Wir könnten hier nochmal Spezialeinheiten verbessern, aber
Das ist eher so ein Popelfaktor, habe ich das Gefühl, mit den Klimazonen. Wir machen vielleicht hier mal weiter. In Vorbereitung auf Panzerdivision werden wir mal. Was bringt eigentlich Logistik? Ach so, das hatten wir schon mal geguckt, ja. Ach, wisst ihr was? Militärpolizei könnte auch mal nötig sein, obwohl, nee, eigentlich ist das keine Perspektive für uns. Joa, Leute, ich glaube, wir machen mal die Wartungskompanie. Irgendwann werden wir Panzer haben und dann sind wir da schon mal vorbereitet auf diese Geschichte. So, der zweite amerikanische Bürgerkrieg. Nach monatelangen Protesten und anhaltenden Spannungen zwischen den Unterstützern von Präsident Alf Landon und seinen Gegnern im Lager der sogenannten Konstitutionalisten haben konstitutionalistische Politiker nun eine neue Regierung in Boston ausgerufen, der Heimat der ersten amerikanischen Revolution. Die Spaltung in der Gesellschaft verläuft durch Familien und Institutionen. Offenbar hat sich eine knappe Mehrheit des Militärs auf die Seite der Konstitutionalisten geschlagen. Und die Regierungen von Bundesstaaten in den gesamten kontinentalen USA erklären ihre Unterstützung der einen oder der anderen Seite. Aber worum geht's eigentlich? Geht's nur um den einen Präsidenten? Ah, schaut mal, Boston und Kalifornien. Das ist ja interessant. Ja, also von der Mehrheit, weiß ich nicht, ob man das da sprechen kann. Naja, ich bin mal gespannt, ne? Wie sieht es eigentlich inzwischen hier aus? Gesetze zur Verteidigung Kanadas, die sind fast vollständig faschistisch. Adrian erkannt. Okay. 45 Punkte brauchen sie noch, wenn ich das richtig sehe, um sich frei zu machen. Und hier unten Südafrika. Da wären die Faschisten leicht stärker, aber noch nicht bedrohlicherweise. Würde ich mal so sagen. Und die sind. Ja, das ist noch Zeit. Also ich glaube, das haben wir unter Kontrolle. Südafrika haben wir unter Kontrolle. Okay, gut. Puh, krass mit Amerika. Können wir eigentlich mal draufbleiben und gucken, ob hier was sich tut. Oh ja. Oh ja. Oh, wir haben das nächste Radar abgeschlossen. Das ist interessant. Sehr schön. Radarstation 2 können wir dadurch. Wir gucken mal. Hier sind wir gerade dabei. Verschlüsselung. Ja, ist so eine Sache. Wir machen Industrie weiter. Jetzt machen wir Industrie auf jeden Fall. Machen wir mal. Na, wir bauen so schön viel, ne? Wir machen erstmal Bauwesen. 160 Tage. Gut. Ich meinte, wenn. Ah, okay. Verbessertes Flugzeugkatapult. Auch soweit. Sehr schön. Ein verbesserter pneumatischer Mechanismus ermöglicht es, größere Flugzeuge via Katapult starten zu lassen. Das erhöht den Suchradius. Wenn dieses Modell auf Kreuzern und so weiter, sehr schön. Sonarortung verbessert hervorragend. Gut, dann ist jetzt der Moment gekommen, dass wir den nächsten schweren Schiffsrumpf angehen werden. Damit auch den nächsten Motor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Gut, das wird gestartet. Nicht zugewiesene Divisionen. Ja, ist die Frage. Diese neuen Marines, die. Wo sind denn die jetzt? Hier hatten wir die. Die müssten eigentlich eine eigene kleine Einsatzarmee bekommen, ne? Bin mir nicht ganz so sicher, wie wir die bezeichnen wollen. Ah, also da habe ich noch keinen Plan, wie wir das organisatorisch machen. Aber wir bringen sie erstmal hier hin und sie bekommen irgendwie hier was Besonderes. Wahrscheinlich könnten wir hier irgendwas Spezielles nehmen. Ich nenne das mal Scottish Command. Ja, ist wahrscheinlich nicht korrekt, aber egal. Und wir. Obwohl, wollen wir das wirklich machen? Wäre cooler, glaube ich, mit dem Symbol. Also cooler ist es so, aber von dem Symbol her ist es eindeutiger. Machen wir es so. Gut, immerhin. Und wir könnten der Armee dann auch noch jemanden zuweisen, der da passt irgendwie für. Aufklärung. Panzeroffizier passt überhaupt nicht. Na, das sind alles so eine mittelmäßigen Leute. Infanterie,
Das könnte man machen. Miles Dempsey, der wäre vielleicht ein guter Mann. Nehmen wir den. Der führt hier diese Sondereinheit im Moment. Mal gucken, wie wir das weitermachen. So, wir haben noch was anderes vor, Leute. Wir müssen wieder mal was verändern. Und zwar haben wir doch hier den leichten Kreuzer, die Kennklasse, die für Patrouillen zuständig ist. Und die haben nämlich diese Modulplätze. Und die müssen wir jetzt natürlich verbessern. So, das macht die substanziell besser. Plus 6,6 plus 2. Ist auch relativ teuer, das da einzurichten so. Hauen wir das raus. So. Dann. Ah, jetzt ist schon wieder das Thema, dass wir hier die Umbenennung wieder vernünftig machen müssen. So, wenn ich mich nicht täusche, ich hatte es ja eben auch gesagt, das war die Kern-Class und P38 ist jetzt die Zusatznummer. Umbenennen. Okay. Gut. Dann wollen wir entsprechende Upgrades machen und da bin ich mir nicht so sicher. Warte mal, wir müssen das hier auf jeden Fall erstmal auf 1 setzen. Und dann. Ja, weil ich sonst vergesse, ziehe ich es jetzt mit rein. So. Aber mich interessiert jetzt vor allem die Upgrades. Ich weiß gar nicht, wo wir die haben überall in der Flotte. Müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir hin. Die sind auf jeden Fall, wenn dann bei den Patrouillenflotten. Das ist ja relativ schnell ersichtlich. Die haben wir hier noch gar nicht zugewiesen. Ne? Genau, die sind hier. Da haben wir die. Wobei ich nicht weiß, ob das geht mit der Newcastle. Ja, das geht. Sehr schön. Okay. Und hier haben wir das auch. Das ist die ältere Kennklasse. Schicken wir auch los. Und der Rest ist soweit noch nicht angekommen. Ja, das ist doch super. Was ist hier los? Hier haben wir eine Newcastle-Klasse, die wir dann auch gleich noch dahin schicken können. Ach, ist doch perfekt, Leute. Wir kriegen langsam hier so richtig Ordnung rein. Wunderbar. Was macht hier das Training? Die sind durch. Oh, der Flugzeugträger ist durch. Das ist cool. Und der kommt dann, beziehungsweise wir müssen erstmal. Warte mal, wo kann ich nochmal. Ah ja, es ist 30-30, das ist schon perfekt. Ja, der kommt dann jetzt hier zur Malta Fleet dazu. Und das ist ein Zerstörer. Ja, bringen wir den erstmal oben mit rein hier. Vielleicht baue ich da auch noch eine weitere Patrouillenflotte mit auf mit den Geschichten. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Und die sind bei der Neuausrüstung. Perfekt, alles klar. Sehr, sehr gut. Also inzwischen haben wir zumindest ein System, was so, ja, was ich einigermaßen, glaube ich, im Griff habe. Und diese Zeiten des unendlichen Micromanagements der Flotte sollten jetzt erstmal so ein bisschen vorbei sein. Jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Systematik hinbekommen. So, und jetzt kommt aber was anderes, nämlich wir haben jetzt die Möglichkeit, unser Radar zu verbessern. Oder? Nee, warte mal. Wie ist das, wenn man jetzt ein zweites reinbaut? Ich muss das mal in einem Beispiel testen. Wird es denn größer? Ja, es wird größer. Genau. Ja, okay, dann ist klar. Dann werden wir die komplett jetzt erstmal im Mittelmeer verbessern. Hervorragend. Gut, also unsere Kampfstärke im Mittelmeer wächst zusehends und die Balkanstrategie ist eingeleitet. Viele der Nationen auf dem Balkan sind pro-britisch und sehen dieselbe Bedrohung durch Osteuropa wie wir. Wenn wir die Gelegenheit nutzen und sie frühzeitig unterstützen, können wir uns ihre Loyalität sichern, wenn auch auf die Gefahr hin, ihre rachsüchtigen Nachbarn zu erzürnen. Ja, das haben wir getan. Wir haben bestimmte Beziehungsverbesserungen erreicht. Das gucken wir uns natürlich jetzt nochmal an. Aber der nächste Schritt, würde ich mal sagen, ist Sanktionen gegen Italien. Das ist ja auch noch eine friedliche Geschichte, die durchaus, glaube ich,
Na, ist das noch Appeasement von? Aber ich glaube, es ist noch gerade so denkbar, dass das gemacht wurde von Chamberlain. Ich guck mal hier kurz. Reichskonferenz. Da müssten wir Kanada und Neuseeland vorher entwickeln. Das ist noch was anderes. Ja, nee. Das ist eine Vorbereitung auf die Imperial Federation. Das ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zu fett. Aber wo waren das, wo wir. Wo war die Geschichte, wo wir. Ach hier, das war imperiale Integrität. Ja, da gut, da muss erst Churchill kommen. Alles klar. Vergesst es. Nee, ich starte mit den Sanktionen. Ich finde, das ist eine gute Sache. Halt, geht aber nicht. Weil. Mehr. Ah. Mehr als 15% weltweite Spannung verursacht. Okay. Das geht also nicht, weil Italien noch nicht aggressiv genug war. Na gut, dann ist das so. Kann ich auch nachvollziehen. Dann werden wir diesen Weg erstmal nicht verfolgen. Und wir gucken mal, was wir jetzt weitermachen. Ostasien ist im Moment nicht großes Thema. Dann werden wir, glaube ich, hier mal eine motorisierte Armee beginnen. Und danach kämen wir in Richtung Panzer. Luftverteidigung, ist jetzt eigentlich auch nicht das Thema. Militärfabriken ist auch eher so ein Thema, wenn Appeasement vorbei ist. Nee, im Moment entspricht das alles nicht so der Situation. Ja, nö, wir machen das. Wir machen eine motorisierte Armee jetzt. Okay, gut. Und dann schauen wir uns wieder um, was in der Welt los ist. Ein spannender Moment. Erstmal natürlich. Schaut mal. Wow. Wer hätte das gedacht? Erstmal bei den Kanadiern vorbei. Es haben schon Gesetze zur Verteidigung Kanadas. Alles klar. Aber immer noch die unabhängig. Ah, diesmal von den Loyalisten. Kriegsministerium. Labor Management Act. Okay, das ist alles irgendwie Kram. Naja, mal sehen. Also es sieht ja fast so aus, als würden die Konstitutionalisten gewinnen und damit wäre das große Problem eigentlich erledigt. Und hier übrigens sieht es ja auch ganz nett aus. Frauenwahlrecht wird hier sogar eingeführt. Okay, alles klar. Gut, kommen wir zu Europa. Was macht Frankreich? Frankreich 55-45. Ist das eine erneute Verbesserung? Hab's nicht mehr ganz genau. Oh, schaut mal! Für Großbritannien entscheiden. Wie cool! Alles klar. Das könnte sein, dass das der Weg ist zum Bündnis, oder? Großartig. Okay. Das ist natürlich jetzt eine schöne Sicherheit für uns. Oder eine schöne Entwicklung. Was macht hier? Große Marine. Ausrüstung. Die sind einfach noch nicht durch. Es ist echt merkwürdig. Italien, leichte Schiffe. Also, irgendwie trauen sie sich nicht gegen Jugoslawien, scheint der Fall zu sein. In Griechenland. Das ist alles neutral. Türkei auch nicht auffällig. Jugoslawien, inländische Artillerieproduktion. Okay. Österreich, Mechanisierung. Ungarn Handelsabkommen mit Deutschland. Das ist natürlich relevant, wenn jetzt das faschistische Ungarn sich an Deutschland annähert. Deutsche Kriegswirtschaft. Das klingt nicht so gut, ne? Aber noch sind sie absolut friedlich, muss man einfach mal so sagen. Gehen auch immer noch gegen den Faschismus vor. Na gut. So. Tschechoslowakei. Ach so, wir müssen jetzt mal mit den Ländern wirklich jetzt, zu denen wir jetzt diese verbesserten Beziehungen haben. Was waren das jetzt alles? Ich glaube, das war Bulgarien. Nee, das war Minusbeziehung. Ne? Rumänien war hier noch dabei. Das heißt natürlich noch nicht, dass irgendwie ein Bündnis in Sicht ist. In keinster Weise. Aufgrund ihrer Neutralität kommt das gar nicht in Frage. Was ist hier? Den König einbremsen ist ja auch interessant. Gut, Verteidigungsvorbereitung. Also sie sind voll auf Verteidigung. Bulgarien, Politik. Ja, alles klar. Polen. Polnischer Militarismus, aber noch neutral.
Hier in den skandinavischen Ländern ist, glaube ich, nichts los. Nö. Da ist alles Dienst nach Vorschrift. Das bleibt alles friedlich und stabil. Flexible Marine. Okay, alles gut. Halt, was will ich da? Nochmal zurück. Was macht die Sowjetunion? Zusätzlicher Forschungsplatz. Auch nicht spektakulär. Joa. Britisch-Indien. Kreuzer. Südafrika. Südafrikanische Militärakademie. Hier war 42. Kein Wachstum, glaube ich. Kein der Nazis. Australien. Army Invention. Social Security. Das ist alles unkritisch. China ist immer noch im Krieg. Kommen jetzt hier, glaube ich, nicht mehr so weiter voran. Büro für Untersuchungen und Statistiken. Das klingt ja auch irgendwie schrecklich. Ja. Oh, schaut mal. Was habe ich hier gesehen? Unabhängigkeitskrieg. Zufällig. Aha. Das könnte nochmal die Region hier komplett verändern. Und was Japan hier macht, wissen wir im Moment nicht. Ja, liebe Leute. Nach wie vor. Also im Moment scheinen wir hier eine ziemlich stabile Situation zu haben. Wir sind auf dem Weg, hoffentlich mit Frankreich ein Bündnis zu schließen. Und dann, ja, dann ist die Frage, macht Italien was oder nicht? Kommt es hier zum Clash? Falls die weltweite Spannung hier über 25% steigt, werde ich vermutlich als nächstes Jugoslawien die Unabhängigkeit gewähren. Wobei, warte mal, obwohl das ist durchaus Unabhängigkeit zusichern. Also wenn wir Frankreich an der Seite haben, dann ist das, glaube ich, mit Chamberlain machbar, oder? Rein rollenspielerisch? Ich meinte, ich weiß es nicht. Müssen wir sehen. Wäre auf jeden Fall eigentlich der nächste logische Schritt. Zumindest wenn man Churchill wäre, um Italien jetzt hier weiter einzudämmen. Dann ist immer noch die offene Frage, was passiert mit Deutschland? Das ist die große Frage, das mächtige Deutsche Reich. Das kann hier nochmal alles durcheinander bringen. Und natürlich die Sowjetunion. Werden die friedlich bleiben? Oder werden sie irgendwann losschlagen, vielleicht gegen Finnland oder was auch immer sie sich ausgesucht haben? Oder was da möglich ist für sie? Einiges ist möglich. Die baltischen Länder sind ja gern gesehen oder ein leichtes Ziel. Das könnte also auch noch Thema werden. Ja, also kein großer Kriegsausbruch. Dennoch, wie ich finde, eine interessante weltpolitische Entwicklung. So ist das nun mal, wenn man das auf diese Art und Weise Sandbox-mäßig spielt. Aber ehrlich gesagt, es wäre nicht Hearts of Iron, wenn nicht es irgendwann losgehen würde. Aber mal gucken. Ich meinte, vielleicht ist es ja tatsächlich möglich, so ein Stabilitätsspiel zu betreiben, dass man das verhindern kann. Das wäre auch interessant, wenn das gelingt. Wäre auch einmalig in gewisser Form. Naja, auf jeden Fall freue ich mich auf die Fortsetzung. Ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen, dass wir die wichtigsten Organisationsfragen jetzt eigentlich auf die Reihe bekommen haben und jetzt sukzessive einfach immer nur hier und da die Produktion erweitern, hier und da ein bisschen Schiff umdesignen oder jetzt die neuen Großkampfschiffe nochmal neu designen. Aber also das Schlimmste ist jetzt vorbei und das Ganze ist, glaube ich, jetzt hier in einer geordneten Form jetzt weiterzuführen. Gut, da spricht der Militärverwalter. Okay, liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Wenn nichts dazwischen kommt, sollte das in etwa einer Woche der Fall sein. Wie immer, schaut in den Programmkalender, um euch zu informieren. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.